Es ist die Heimat der größten Wassermarder der Erde. Riesenotter. Sie zählen zu den wenigen Ottern, die nicht als Einzelgänger leben. Die Clans haben zwischen 3 und 10 Mitglieder, die immer zusammen durch ihr Revier patrouillieren. Vom Kopf bis zur Schwanzspitze erreichen die wendigen Schwimmer eine Länge von etwa 2 Metern. Allein am Rio Negro, im Süden der Region, gibt es mehrere Familien. Je mehr Mitglieder ein Clan hat, desto stärker ist er und desto größer sein Revier. Zu dieser Familie gehören 9 Tiere. Sie alle teilen sich einen Bau. Riesenotter graben ihre Höhlen weit oben am Steilufer, um bei Hochwasser geschützt zu sein. Gemeinsam markieren sie den Eingang der Höhle. Ein intensiv beißender Geruch bedeutet viele Clanmitglieder. Eine deutliche Warnung. Alle beschützen so den Bau. Sie verteilen die Duftmarken bis ans Ufer herunter. Warum sie das tun, das wird sich gleich zeigen. Sie haben Nachwuchs. Die Kleinen sind erst ein paar Tage alt und noch blind. Das hindert die Sippe nicht daran, sofort mit dem Schwimmunterricht zu beginnen. Mit allem, was dazugehört. Vorher wird das Junge in Sand und Urin paniert. So nimmt es den Duft der Familie an. Einige sind stets nah bei der Mutter und dem Kleinen, weichen ihnen nicht von der Seite. Und das aus gutem Grund. Es gibt immer einen Wächter. Die anderen verlassen sich auf ihn. Er hat die Umgebung ständig im Blick. Bei Gefahr warnt er. Und gemeinsam versuchen sie, den Eindringling zu vertreiben. Kaimane sind eine große Gefahr für die Jungen. In manchen Jahren sind die Verluste so hoch, dass die Riesenotter sogar 2-mal Nachwuchs haben. Diesmal geht die Echse leer aus.